Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Minecraft-Spezial. Ja, das nennt man so. Ich möchte eine Kaktusfarm bauen. Im Kreativmodus. Einer flachen Welt. Vielleicht bringt das ja was. Und dann gebe ich hier Kaktusse. Also das ist natürlich die Mehrzahl, ne? Weiß ja jeder, ne? Ja. Ja. Wild erschaffen. Ist natürlich nicht das, was ich haben wollte. Aber macht ja nichts. Ich nehme mal Sand. 2, 3, 4, 5, 6, 7, also 6. Einmal so, machen wir mal. Dann mache ich mal beliebend lang. Ich baue die natürlich so, wie sie dann auch schön aussieht. Und natürlich auch wie immer. Irgendwann könnt ihr mir das selber, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, dass es euch nervt. Aber Symmetrie spielt eine wichtige Rolle. Jedenfalls muss ich jetzt auf der Fläche alle zwei Abstand einen Block setzen. So. Das sieht dann ungefähr so aus, deswegen, weil es ja jetzt nicht symmetrisch ist, baue ich hier noch eine Reihe hin. Natürlich so, dass es symmetrisch ist. Jetzt zum Beispiel so. Dann nimmt man sich das, was man haben will. Ich möchte jetzt zum Beispiel es schön mit Tropenlaub auskleiden. Das wird dann später das ist jetzt der Rahmen. Das ist jetzt immerhin eine Kaktusfarm. Und der Rahmen ist außerdem auch sehr wichtig. So. Da wird man dann später drauf laufen können. Jetzt kommt Wasser. Da wird einfach hier so ein Ablauf gemacht. So, und hier ist dann sozusagen die Sammelstelle. Ich weiß nicht. Ich glaube leider nicht, dass ich das hier vorführen kann, dass es funktioniert, weil, soweit ich weiß, wächst in Kreativ keine Sachen. Ich könnte es mit Bone Meal, kann man es auch nicht beschleunigen, glaube ich. Jedenfalls war ich der Vermutung mal. Das geht nicht, nee. Also, mit Bone Meal kann man halt nicht beschleunigen. Falls mir jemand fragt, wie man diese dicken Bäume macht, so macht man die. Jedenfalls, Kaktusfarm. Sieht schon schön aus.
Aber wir wollen das natürlich nicht so halb fertig lassen, ne? Ist ja noch nicht fertig, ne? Nicht, dass ihr jetzt gedacht habt, was ist jetzt? Macht ihr die noch nicht mal mehr fertig hier? Nein, mache ich doch noch fertig. Ihr kennt mich doch, ich lasse doch nichts halb stehen. So, also dann zwischen. Eigentlich könnt ihr dann gleich eine Schlange machen. Sieht halt nicht so schön aus. Upp. Das ist der Grund, warum ich die Schlange mache, weil dann das Wasser nicht so gut abfließt. So, am besten ihr macht das jetzt noch bis hinten hin. Und dann macht ihr ja jeden Ablauf so. Habe ich mich jetzt im Ernst verzählt? Ah, verdammt, das Wasser, das geht ja noch doch einen weiter. Ich habe mich verzählt. Entschuldigung. Ist gleich aber behoben, ist kein Ding. Alles im Grünen, alles im Grünen. So, dann mache ich hier noch schnell das. Das ist halt eine kleine, feine. Hi, ja genau. Eine kleine feine Kaktusfarm und jetzt müsste es eigentlich gehen. Sonst weiß ich nicht, was ich falsch. Ja, jetzt geht's. Das Wasser ist perfekt. Und jetzt setzt ihr alle zwei Felder einen Kaktus hin. Also genau so wie ich. Ups. So. Das sieht sogar richtig schön aus mit den Tropensetzlingen. Jetzt braucht ihr einen festen Block am besten. Den ihr, wo ihr hier hinten zwei hochbaut, am besten. Ja, die Kakteen wachsen leider nicht, schade. Ich kann es jetzt leider auch nicht zeigen, weil ich jetzt eine Flachwelt genommen habe. Leider. Jetzt habe ich. Ich bereue es schon. Aber wenn ihr das in Überleben macht, dann sieht das, dann funktioniert das auch wirklich. Weil ich mache das jetzt gerade mal hier kurz vor. Ihr habt hier einen Kaktus und ihr habt hier eine, eher gesagt daneben. Eine Linie so, ein Block, wo halt hier rechts und meinetwegen auch links ein Kaktus steht. Eins tiefer merke ich auch gerade. So, hier kann ja kein Kaktus wachsen, weil der Kaktus würde sofort zerstört werden. Wenn aber jetzt ein Kaktus wächst ja ganz normal und der hat den Block ja, der merkt ja nicht, dass da ein Block ist. Also wächst der Kaktus. Aber da ja Dingens ist, ploppen die beiden Kakteenstücke weg. Und es wird sogar dunkel in dem Spiel. Oha. Na gut. Dann einen epischen Schlafplatz suchen. Wo ich merke, dass man da gar kein nichts drauf bauen kann. So. Ich will schlafen. Jedenfalls, dieser Typ an Kaktusfarm, der funktioniert echt richtig cool. Weil wenn der, wenn die, das, wenn
der Kaktus bemerkt, dass da irgendwas nicht stimmt, dass daneben ein Block auf einmal ist, dann ploppt der Kaktus weg. Dieses Kaktusstück. Aber da ja die Unterseite noch da ist, ne? Hier. Die Unterseite ist ja noch da. Aber da ist ja so ein Teil auf einmal im Weg. Ne? Das ist auch lustig. Das kann man nämlich mal ausprobieren. Habe ich mir eben gerade nämlich auch so gedacht. Wenn man, weil man Kaktus ja so jetzt nur mal zum Spaß baue ich mal hier so ein Tor. Ich habe auch gleich noch ein Tutorial. Das mache ich aber extra. Aber das ist sehr lustig hier. ist das nicht genial? Das macht einen Höllenspaß, das zu machen. Hey, ich habe jetzt zum ersten Mal gesehen, wie ein Kaktus von unten aussieht. So, aber ihr versteht hoffentlich das Prinzip, was ich euch damit ermitteln wollte. Es wächst leider nichts. Also, tut mir echt leid. Das Feuer, das überspringt aber ganz schön schnell. Ja. Jetzt steht leider irgendwie alles in Flammen. Ich weiß auch nicht, wer der Übeltäter ist. Also ich bin es auf jeden Fall nicht, weil ich ja gar kein Feuerzeug im Dingens habe. Aber jedenfalls so klappt es und ja, viel Spaß beim Nachmachen. Und ja. Dann macht mal, dann tut mal, was ihr wollt. Und ja, viel Spaß. Jetzt habe ich hier zwar einen riesen Baum, der brennt. Egal, also, macht's nach, wenn ihr es wollt. Es funktioniert halt wirklich und haut rein und tschüss, bis gleich zu dem nächsten Tutorial.